Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir in diese Höhle hier hineingesprungen, haben Königin Knollenauge wieder gesehen, unglücklicherweise. Einen der schlimmsten Gegner im gesamten Spiel. Und wie gesagt, heute wollen wir diese Höhle erkunden. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr spaßig, weil ich hauptsächlich mit den Flügelpigments arbeiten werde. Und auch mit dem weißen Pigment muss ich hier einiges abräumen. Wie zum Beispiel die Giftspinne hier. Ihr seid vom selben Element, aber die macht euch trotzdem Damage. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich muss die blauen einfach mal zum Abtransport. So, hier einmal rüber. Ich kann die einfach so umnieten. Machen wir eben kurz Wand kaputt. Und tot. So, jetzt ist das hinüber. Jetzt kann ich hier den Weg öffnen. Die suchen nämlich gerade einen Weg. So, das können die Blauen ja abtransportieren. Wo kommen wir hin, wenn wir da hinten das machen? Ach, da hinten. Tot. Riesling. Ach stimmt, ich muss den Weg erstmal bauen. Können ja die Flügelpigments machen. Hier ist dann gleich der Weiterweg. Jetzt muss ich nur hier das finden. Wie ist denn da jetzt einer gestorben? Ich habe nur das Sterbegeräusch gehört. Wie ist wer gestorben? Ich habe die nur gesagt, die sollten gerade auslaufen. Was habt ihr gemacht? Wer hat sich dem nicht angestellt? Der Fall schon das letzte hier? Ja, scheinbar war es das letzte hier. Okay, dann können wir ja weiter. Okay, Leute, wir sind gerade mal bei 20%. Das heißt, hier haben wir ein bisschen mehr zu tun. Wie zum Beispiel ihn umzunieten. Ich kenne ja Seitenspielen. Du schießt mit Wasser. Das erkennt man an dem blauen Schnabel. Ich habe mir auf der vorherigen Ebene übrigens noch ein Leuchtpigment hingeworfen. Leichter umzuwerfen ist. Ist ja schon traurig. So, dann machen wir die Geflügelten. Abtransport. Ah, okay, das müssen die Geflügelten machen. Mach ich so lange die beiden hier fertig. Okay, der ist nur an der Unterseite schädlich. Den kann man gar nicht angreifen, ohne dass man ihn umwirft. Tatsächlich hat er trotz dieser extremen Schockwelle gerade überhaupt kein Pigment verletzt. Nicht ein einziges. Ich habe das zwar nicht in Auftrag gegeben, dass ihr das Ding holen sollt, aber ihr hättet es sowieso machen müssen. Also, keine Einwände. Ich glaube, hier muss ich sowieso die Flügelpigment alles machen. Weil andere können hier gar nicht wirklich transportieren.
Ben! Oh, danke für die Felsbombe. Ah, ich mach die Gitter jetzt weg. Das ist sehr gut. So, Angriff. Erstmal den da weg. Und tschüss. Könnt ihr abtransportieren, Leute. Oh, da ist ein Joy-Con. Da ist der blaue Joy-Con. Ist der rote Joy-Con dann auch hier irgendwo? Also das sind ja die gängigsten Farben. Ich weiß nicht, ob die alle jetzt hier reingepackt haben. Aber wenn ja, wäre cool. Einfach der blaue Joy-Con. Ja, 100 Pro werde ich auch noch den roten finden, also den für rechts. Und ansonsten ist hier jetzt auch nichts weiter. Also, let's go. Ui! Ich zuerst. Gönnt euch. Dich muss ich von vorne wenn bekämpfen. Der Balonus da macht mir Sorgen. Der braucht nur einmal pusten und dann sind alle meine unten. Angriff! Angriff! Mach die Spiele kaputt! Einfach weiter draufwerfen, passt schon. So, ich habe jetzt einfach mal die Flügelpigmen zu den Rohmaterialien da unten hingeworfen. Musste ich nie extra da runter. Das ist wieder so ein Medusa-Ding. Nein. Ich werfe hier viele blaue in den Sand. Erstmal den Abtransport genehmigen. Dann kann ich sammeln. So, hier geblieben. Macht's kaputt. Die fallen schon runter. Okay, hier ist der Ausgang. Ach, hier wäre auch eine Abkürzung hier rüber gewesen. Na gut, da muss ich ohne Ort schon durch.
Erstmal den da vernichten. Angriff! Jetzt schieben wir erstmal das da runter. Bevor hier irgendwas gemacht wird. Also wenn, dass ich eigentlich lieber bevorzugt die Flügel-Pikmin alles abtransportieren, ne? Ihr bestes Beispiel. Warum soll ich da hochkrabbeln, wenn ich auch einfach die Flügel loswerfen kann? War das dann auch schon wieder alles auf der Ebene? Also die Höhle hier ist ja echt langweilig. Hier ist ja gar nichts los. Aber wir haben einen Laubling. Ihr habt den Laubling gerettet. Gut gemacht. Die Visitenkarte versuchen wir gar nicht erst zu lesen. Wir müssen diese armen Laublinge von ihrer Dadori-Besessenheit heilen. Und zwar schnell. Letztes Item. Kann ich auch mit Otschen einfach da reinspringen? Ja, kann ich. Gut, dass Otschen hier die ganze Zeit gewartet hat. Man ist instant weiter beenden. Ebene 4 von 5. Weil wir haben 60%. Okay, kriege ich die Pigments eventuell darüber geworfen. Nein. Wir hätten dies ja leichter machen können. Okay. Ich will offenbar links rum. Einfach angreifen. Die Rohmaterialien sind einfach darunter gesegelt. Ich weiß, wie ich euch umniete. Das kann aber einen Moment dauern. Also mit dem anderen Vieh. Oder immer einfach komplett einmal Attacke. Ja, lass mal die Flügel-Pigments, geht schneller. So, hier den Weg machen dann auch mal die Flügel-Pigments auf. Ich hoffe mal einfach, dass die nicht unterwegs gefressen werden. Nee, scheinbar nicht. Ja, komm, konzentrier dich auf mich. Jetzt hätte ich gerade gern die Eispicken dabei. Wie war das? Die rosa, die frisst die nicht. Die blaue frisst die. Ah, diesmal darf ich das Zeug auch tatsächlich haben. So, einfach darüber, dann bekämpfen wir die eine Qualle hier.
Ach verdammt, es sind zwei. So, erstmal die eine kaputt. Komm, saug einmal. Damit ich erst nach deiner Saugphase werf. Angriff! Also mit Ocean interessieren mich diese Fließbänder ja auch so sehr, ne? Aber hey, wir kriegen ein paar weiße Pigments. Dann fehlt jetzt nur der Schmarrn hier. Wo fährst du hin? Auf dem Weg wieder zurück. So, jetzt muss ich das für sie umdrehen, damit sie auch hier durchkommen. Hier ist noch was. Zumindest laut Karte. Also Schatzanzeiger. Okay, hab nichts gesagt, das Puzzlestück war das letzte, was fehlte. Dann auf zur letzten Ebene. Okay, tiefste Ebene. Es gibt einen, der gerettet werden will. Und einen Schatz. Und einen Boss. Was ist das dort? Ich überlege gerade, wie ich diese Wände kaputt mache. Ich glaube, die sind für meinen Schutz da. Ein mechanischer Langbein. Ich lasse ihn erstmal was machen. Was macht er da? Ja, diese Wände sind zu meinem Schutz. Der hat Maschinengewehre. Kann ich auch einfach im Kreis laufen? Ich kann auch einfach im Kreis laufen. Angriff! Tatsächlich wirkst du trotzdem sehr einfach. Wenn du nichts außer dem Maschinengewehr kannst. Er hat einen der Pigments offenbar nebenbei erwischt. Ich glaube, alle, die dann an ihm kleben bleiben, werden definitiv erwischt. Aber sonderlich schlimm ist er jetzt nicht. Ach, greif weiter an. Dann ist er kaputt. Hab ihn gerettet. Und ein, zwei Pigments verloren. Vom Prinzip her braucht man diese Wände aber nicht. Oh. Ein alter GameCube-Controller. Ich
sehe mir die Visitenkarte einmal an. Einen Moment. Wahrsagerin Bernice, Heimatplanet Inohei. Dem Willen des Universums folgen, kam sie hierher, um anderen den Weg zu weisen. Gelegentlich treffen ihre Vorhersagen ein. Eine Wahrsagerin? Vielleicht hilft es ja, wenn sie uns die Zukunft vorhersagt. Hm, oder auch nicht. Wahrscheinlich ihr letzteres. Ja, außer dem GameCube-Controller ist hier jetzt wahrscheinlich nichts. Aber ich reiß hier trotzdem noch alles ein. Unglaublich, wie viel die werden und hier aushält. Da hauen fast 100 Pigments drauf. Okay. Ich habe hier jetzt alles abgesammelt und zerstört. Wir können weiter. Eine Wahrsagerin und einen Laubling. Gute Ausbeute. Skulptur des Freiheitsvogels. Ja, das ist sogar der kabellose Controller. Ich hatte genau denselben. Erinnerungsfragment rechter Rand. Kugel der Gefühle. Herzschwert. Telekinese-Detektor. Direktverbindung. Kugel des Vertrauens. Ja, drei Pigments haben wir verloren. Beim ersten habe ich keine Ahnung, wie der sich überhaupt umgebracht hat. Und wieder mal haben wir ein weiteres Loch abgeschlossen. Aber der Tag ist jetzt leider schon rum. Hey, das waren 50%, die wir in einen Run geholt haben. Also bei euch zwei Folgen. Bei mir halt ein Run. Ja, ist jetzt nicht wirklich was hier, das wir noch machen können. Aber ich kann ja schon mal gucken. Also beim nächsten Mal holen wir uns definitiv hier das Objekt. Da muss ich ja nur einmal mit einem Flammending rüberrennen. Machen das Duell natürlich als letztes. Gehen dann zuerst hier oben den Grill erkunden. Da muss ich auf jeden Fall auch nochmal mir was zum Brennen mitnehmen. Ich glaube, das war auch der Fehler letztes Mal, dass ich hier das Feuerding nicht rübergeworfen hatte. Und dann machen wir hier oben zuerst fertig und dann holen wir uns hier den Schmarrn. So, da kommen wir wieder nach Hause. Haben einiges geleistet, aber ich meine nicht, dass wir irgendeine Serie abgeschlossen haben. Aber wir haben viele Laublinge geholt. Zwei wurden behandelt. 7 Motivationen einfach direkt. Da können wir was aufwerten. Aber wir haben viel Neues auf jeden Fall gesammelt. Boah, wir haben direkt 51% innerhalb eines Runs geholt. Der Hauptteil ist halt wirklich meistens immer unterirdisch. Wie geht es den Kompanianer? Du weißt schon, den wir gerade gerettet haben. Wir haben den künstlichen Tiefschlaf beendet. Ronay kümmert sich jetzt um ihn. Gut, dann warte ich mit meinen Fragen zu Nilly. Besser noch bis morgen. So, dann heilen wir die zweimal. Zwei Ladungen hatte ich ja noch. Firmeninhaber Typho, Heimatplanet Konohan. Seine Ambitionen folgend ergänzt er in seinen Nachrichtensender um die Bereiche Reisen, Gastronomie und Unterhaltung. Und Inhaber von Tulbo Immobilien, Schau, Heimatplanet Konohan. Verkaufte aus einer Laune heraus 27 Jahre lang Immobilien. Nun bereist er in Hoffnung auf neue Eingebungen die Galaxie. Ja, hier endet die Arbeit natürlich nicht. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Mein Name ist Dober. Aber viele nennen mich einfach Dob. Vom Beruf bin ich Schatzjäger. Ich reise durch die gesamte Galaxie und helfe denen, die meine Hilfe brauchen. Weh, ich muss jetzt ein weiteres Mal aus einer Sicht lesen. Die könnten wir tatsächlich brauchen. Sag mal, Dob, kennst du vielleicht eine Tierärztin namens Nelly? Ich sag nochmal wegen Schatzjäger, ne? Sie kennen? Ha, Nelly ist eine Kollegin von mir, genau wie Yorke.
Als wir auf diesem Planeten landen wollten, haben wir die Kontrolle über das Schiff verloren und sind abgestürzt. Es tut mir leid. Wie ist es dir denn seit dem Absturz ergangen? Es war ein harter Überlebenskampf. Wir entdeckten eine Art Leuchtsirup. Den habe ich morgens gesammelt und versaftet. Wirklich, du redest bestimmt vom Leuchtsaft. Der ist trinkbar. Aber selbstverständlich kann man ihn trinken. Wir haben Medizin daraus hergestellt, doch es wundert mich nicht, dass man ihn auch unverarbeitet zu sich nehmen kann. Wisst ihr noch, wie Diego den Leuchtsaft für ein Getränk gehalten und getrunken hat? In der Nacht habe ich kein Auge zugetan. Wenn du mit deinen Kollegen zusammen warst und genug Nahrung hattest, warum warst du dann allein, als wir dich fanden? Tja, eines Tages tauchte jemand aus dem Nichts auf und klaute unseren Sirup. Wir haben ihn dann verfolgt. Aber irgendwann habe ich Jorkos den Augen verloren. Dann wurde Nelly von einem riesigen Hund weggeschleppt. Ihr wurdet eigentlich so getrennt? Wie furchtbar. Tja, ich habe überall nach ihr gesucht. Aber dann bin ich vor Hunger ohnmächtig geworden und dann war ich hier. Wir haben gesehen, wie eine der einer Kollegin entführt wurde. Erinnerst du dich noch, wo deine Kollegen aus den Augen verloren haben? Nicht genau, nein. Aber sie können sich nicht weit vom Ort entfernt aufhalten, an dem ihr mich gefunden habt. Gut, seid ihr versichert, dass die Rettung deiner Kollegin unsere oberste Priorität ist? Jetzt intensivieren wir unsere Suche im Garten der Giganten. Verstanden! Ich, Kollege Dober, zufolge könnte sie sich im Garten der Giganten aufhalten. Wir müssen sie finden. Otto verlässt sich auf uns. So, zuallererst. Wir haben Motivation und die wird genutzt. Für den Megasprint. Jetzt ist die Betäubung länger, der Sprint ist schneller. Erhöht RAM-Geschwindigkeit. Ja, ich wüsste jetzt nicht, welches von beiden ich bevorzugen wollen würde. Also das Heilen sehe ich überhaupt keinen Sinn und Zweck drin, dann nehme ich mir lieber den Auftrag. Jetzt kann ich ihn wenigstens zur Basis schicken. Und die Zielfunktion der Karte verwenden. Was ist denn mit Zielfunktion gemeint? So, dann können wir ja mal sehen. Der ist ja fast instant geladen. Ja, für die Nachtexpedition müssen wir noch einen weiteren Ort finden, bevor wir die antreten. Weil ich habe bisher nur zwei, das habe ich ja einmal eingeblendet. Na gut, ne? Wir haben ein paar Piklopädie-Einträge jetzt vor uns, müssen natürlich noch mit den Leuten reden. Er hat auch mal eine Belohnung für mich. Fies ist nicht, doch bitte nimm dies zum Dank. 200 Schätze. Ich möchte so viele Schätze wie möglich begutachten, denke immer daran. Nichts ist toller als ein neu entdeckter Schatz. Nur noch 38 Schätze. Und soweit ich gesehen habe, 16 ungefähr noch in dem Gebiet, wo wir gerade unterwegs sind. Das heißt, so viele werden im nächsten Gebiet nicht sein. Ja, ich gönne mir jetzt mal den KP-Verstärker für mich. Dann gönne ich mir auch noch direkt den Luftschild. Und dann gibt es nur noch den KP-Verstärker für Otschen. So viel wie ich da unten bauen muss, halte ich mal die 40, die ich gerade habe. Reden wir doch erst mit den Leuten. Hier oben ist ja direkt einer, der reden will. Ich danke dir von Herzen, du hast meinen Chef gerettet und ich bin ja so erleichtert. Das hier ist natürlich nicht genug, schließlich hast du für so viel für uns getan, aber bitte nimm es als ein kleines Dankeschön an. ...50 habe ich dafür direkt bekommen. Shining, Otschen, ich möchte euch erneut dafür danken, dass ihr uns zu Hilfe gekommen seid. Mein Chef lässt Risiken gern außer Acht, wie es darum geht, Geld zu verdienen, um seinen Angestellten gut zu entlohnen. Wir kommen für ihn immer zuerst. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die Firma ohne ihn aussehen würde. Liebe Zeit, ich habe dir sicher einige Mühe gemacht, hm?
Mein Name ist Shao und ich bin ein einfacher Immobilienmakler. Hast du vielleicht schon einmal etwas von Tulbo Immobilien gehört? Nicht? Haha, da muss ich mich wohl mehr anstrengen. Schau an, dir habe ich doch meine Rettung zu verdanken, obwohl du aussiehst, als wärst du mächtig grün hinter den Ohren. Ich bin übrigens Tifo, Gründer und Inhaber einer Firma namens E-Leader. Versteh mich nicht falsch, ich wollte deine Hilfe nicht kleinreden und ich bin dir wirklich aufrichtig dankbar. Gern geschehen, klang nicht so. Ich hatte eine Vision! Oh ja, sie zeigte mir, wie du mein Leben rettest. Der allumfassende Wille des Universums irrt niemals und dafür sollen wir ihm dankbar sein. Du sprichst mit Bernice. Ich blicke auch in deine Zukunft. Denn der allumfassende Wille des Universums führt mich hierher. Zu dir und all den Lebewesen, die diese Sphäre bevölkern. Durch mich möge ich mit dem Universum kommunizieren. Ja, Frau Scharlatan. Und hier vorne will noch einer. Deine botanischen Bemühungen tragen Früchte, wie ich sehe. Dann die erblüht die Pikmin-Population. Und wieder 30. Ja, die dauerhafte Mission im Pikmins blühen lassen. Ich habe gesehen, wir haben noch ein Shepard-Dokument. Hinter dem Himmel liegt ein blauer Planet. Diese Worte wurden von Anführer zu Anführer weitergegeben und sie klingen verlockend. Ich weiß nicht, was dieser blaue Planet für ein Ort sein soll. Doch heißt es, dass es dort sogar noch mehr Leute und Hunde geben soll als hier. Ich hoffe, eines Tages über den Himmel hinaus zu fliegen, in den Weltraum. Und Louis hat noch irgendeinen Tagebucheintrag? Nee. So, unser Schiff-Captain will doch was? Das mit dem Heilen läuft ja richtig gut. Zeit für eine Belohnung. Mir gefällt deine Arbeitsentstellung. Weiter so. Jetzt muss ich nur noch die restlichen Laublinge heilen. Abhängig davon, wie viel Leuchtstoff ich bekomme. Ah gut. Da hinten ist noch jemand, der reden will. Ach, da ist ja Dober. Hallo, mein Name ist Dober. Ich bin hier, um denen beizustehen, die Hilfe brauchen. Oh, wir sind uns doch schon mal begegnet. Tut mir leid, ich wollte dir eigentlich nicht sinnlos ein Ohr abkauen. Ach, schon gut. Ich habe 152. Serie haben wir keine abgeschlossen, aber wir haben noch ein paar Piklopädie-Einträge vor uns und die gönnen wir uns dann jetzt eben schnell noch. Sind ja nicht sonderlich viele. Ja, sind nur zwei Einträge, hab mal eben kurz durchgeguckt. Wir haben hier den Rüssel Aquatis. Auch wenn er seinen flammenspeienden Verwandten sehr ähnlich sieht, kann man ihn an seinem blauen Mäulchen erkennen. Blau steht für Wasser, rot für Feuer. Wenn man sich das einprägt, wird man nie wieder unangenehm überrascht. Ach ja, am Ende eines harten Arbeitstages senden die Sorgen von einer Rüssel Aquatis Dusche davon spüren zu lassen. Was könnte es Schöneres geben? Eine Neben vom Subspezies des Rüttel-Ignis. Das im Wasser lebende Rüsseltier besitzt einige der Gene nicht, die für die Feuer produzierenden Katalysatoren nötig sind. Daher verspritzt es Strahlen nicht brennbarer Flüssigkeit. Diese Subspezies scheint sich erst vor kurzem entwickelt zu haben. Die angeborenen Eigenschaften dieser Variante sind allerdings dominant und hochgradig robust. Daher wächst diese Population rapide an. Und da ich es gerade eben nicht angegriffen lassen habe, komm, damit ihr den Angriff seht. Guckt, er sprüht einmal so kurz Wasser und er schubst einen weg. Oder wie es bei den normalen Pikmin der Fall ist, die würden dann so eine Wasserkugel auf dem Kopf haben. Weberbauer heißt das Ding, was ich gerade eben bekämpft habe. Okay. Wie definiert man ein Lebewesen? Es besteht aus Zellen, verfügt über einen Metabolismus und produziert Nachkommen. Doch wie verhält sich das bei dieser Schnellfeuerkanone? Haben wir es mit einer Maschinenkreatur zu tun? Nicht auszudenken. Diese Spezies der Norben-Familie fusioniert während eines kritischen Punktes in ihrer Entwicklung mit Maschinen, wodurch sie die Fähigkeit erhält, Energieentladung aus dem Werfer unterhalb ihres kugelförmigen Torsos zu feuern. Allerdings ist der Weberbauer selbst nicht in der Lage, diese Waffe zu kontrollieren. Stattdessen scheinen die mechanischen Partien seiner Gestalt Ziele automatisch zu erfassen und anzugreifen. Der Weberbauer verfügt über ein sanftmütiges Wesen und als Mitglied der Acht-Norben-Familie hat er keine natürlichen Feinde.
Es ist schwer zu verstehen, warum gerade diese Spezies so beeindruckende Offensivfähigkeiten entwickelt. Gerüchte innerhalb der Welt der Wissenschaft besagen, dass es die Maschinerie war, die sich dem Archnormen genähert und die symbiotischen Beziehungen vorgeschlagen hat. Ja, und sonst haben wir derzeit keine weiteren Einträge. So, 60% haben wir von dem Garten erkundet. Das können wir jetzt nochmal gucken. Ich habe nicht vor, dorthin aufzubrechen. Ich will nur mal eben kurz nochmal grob drüber gehen. Hier, die Details. Oh, wir haben noch nicht mal alle Löcher gefunden. Es gibt noch 3. Also Oberfläche, 82%. Da haben wir kaum noch was zu tun. Obwohl, warte mal, wir haben die Dandori-Herausforderung und in den Dandori-Kampf. Nee, ein Loch habe ich definitiv noch nicht gefunden. Weil ich weiß, dass ich 2 gerade eben noch hatte. Aber ich glaube, die größten Sachen haben wir da jetzt schon fertig. Aber irgendwo muss ich definitiv nur eine Untergrundexpedition machen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, der heutige Part war lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.